Liebe Axino Capital Investoren Community, heute habe ich wieder einen spannenden Gast im Interview bei uns, nämlich niemand geringeren als Florian Grummes. Florian Grummes ist insbesondere auf dem internationalen Markt sehr, sehr gefragt, denn er ist nicht nur Inhaber von Midas Touch Consulting, sondern selber auch Investor, Trader und insbesondere Analyst, einerseits für Edelmetalle und andererseits für Bitcoin. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr spannendes Interview. Sprechen wir insbesondere über seine Meinung und Analyse für Bitcoin. Florian hat mit seinen Analysen eine gute Trefferquote und das über viele Jahre hinweg. Das heißt, er hat ein sehr gutes Gefühl für den Markt, für das Sentiment und ich bin sehr gespannt, was er uns heute zu den Assets sagt. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung, Jan. Kommen wir doch mal, wir hatten gerade das Thema, nun ja, wenn ein Asset auf der Apothekenumschau quasi schon steht, dann sollte man es gegebenenfalls verkaufen. Wenn man hingegen sogar schon im ZDF hört, dass man es vielleicht eher nicht besitzen sollte, dann ist es eine spannende Einstiegschance. Das haben wir jetzt gerade bei Gold. Die andere Situation hat Bitcoin hinter sich. Ich glaube, auf der Apothekenumschau, da stand der Bitcoin nicht, aber ich weiß auf jeden Fall mehrfach, dass in der Tagesschau darüber berichtet wurde und ich kann mich daran erinnern, dass sogar mein Opa von dem Bitcoin mitbekommen hat, was eher ungewöhnlich ist, weil er mit dem Kapitalmarkt nichts zu tun hat. Jetzt wiederum hat sich die Situation geglättet seit einigen, ja fast schon Jahren kann man sagen, die Zeit vergeht. Ist das jetzt die Gelegenheit zum Einstieg beim Bitcoin, wo gar keiner mehr drüber redet? Wie schätzt du die Situation bei diesem Asset ein, Florian? Also ich bin nicht mehr ganz so idealistisch und begeistert, wie ich das noch vor einigen Jahren war. Also ich habe mich mit dem Bitcoin jetzt seit 10,5 Jahren beschäftigt. Und vieles von dem, was eigentlich sozusagen versprochen war oder er bringen sollte, ist bisher nicht passiert. Also wir haben keine wirkliche Massenadaption. Es ist und bleibt ein Spekulationsinstrument. Ist nicht verkehrt. Natürlich muss man klar sagen, es hat alles andere outperformed auf Sicht der letzten 10, 12, 13 Jahre. Es war sozusagen, wenn man das richtige Timing hatte, das beste Pferd, das schnellste Pferd, es war auch der beste Inflationshedge sozusagen. Wenn man aber natürlich bei 69.000 Dollar vor knapp 2 Jahren gekauft hat, dann ist die Nummer ziemlich bitter. Und das sieht auch jetzt kurzfristig nicht so aus, dass das also in diese Preisregionen wieder hochlaufen wird, schnell. Aber wir haben auch dieses Jahr gesehen, eben noch viel stärker als Gold hat der Bitcoin auf diese Rettungsmaßnahmen durch die Fed reagiert. Insofern hat er da schon also auch einen Safe-Haven-Charakter in der Wahrnehmung offensichtlich gewonnen. Aber er ist und bleibt eben natürlich ein Risk-on-Investment oder Spekulation. Das heißt, dieses Umfeld, was wir momentan haben, wo die Notenbanken mit brachialen Zinserhöhungen und so gleichzeitig Bilanzreduzierungen eben versuchen, sozusagen diese heiße Luft, die sich über die letzten 15, 20 Jahre aufgebaut hat, zumindest ein bisschen aus dem System rauszubekommen, die tut dem Bitcoin nicht unbedingt gut. Jetzt steht natürlich dieser Bitcoin-Spot-ETF im Raum. Wenn der kommt von BlackRock, dann oder auch von jedem anderen Anbieter, wird das natürlich erstmal einen gewaltigen Nachfrageschub bringen und das kann natürlich dann auch eine völlige Veränderung und auch die Rückkehr in den Bullenmarkt früher oder später bedeuten. Wir müssen uns ja auch immer klar machen, dass also selbst mit diesen ganzen Zinserhöhungen und den Bilanzreduzierungen, also Quantitative Tightening, da wabert so viel Geld im System, was in den letzten 15 Jahren erzeugt wurde, also so viel Währung, die da hin und her schwabert und irgendwie auf der Suche nach Rendite ist, das werden die Notenbanker auch nicht innerhalb von wenigen Wochen, Monaten oder 1, 2 Jahren aus dem System rausbekommen. Also selbst wenn sie es wirklich wollen und ohne Zwischenfälle durchziehen könnten, dauert das wahrscheinlich viele Jahre. Ich gehe aber davon aus, dass es eben früher oder später zu einem heftigen Zwischenfall wieder kommen wird und dann wird der Bitcoin darauf reagieren. Und dann ist es natürlich eins der seltensten Assets. Es gibt nur 21 Millionen, die Blockchain, die Technologie ist veraltet, aber sie funktioniert bisher reibungslos und es hat eben keiner auf diesem Planeten die absolute Kontrolle über diese Blockchain. Und das macht sie dezentralisiert und das ist natürlich ein Faktor, der enorm wichtig ist. Es kann eben niemand mehr dort rummanipulieren. Und das macht die Bitcoin-Blockchain auch nach wie vor überlegen gegenüber allen anderen Altcoins, wo irgendwelche Founders und irgendwelche VCs irgendwelche frühen Runden sozusagen mitfinanziert haben und dementsprechend dann auch auf riesigen Säcken von diesen Coins sitzen. Das ist eben beim Bitcoin alles schon lange Geschichte. Und
Das macht ihnen natürlich zu einem attraktiven und spannenden Investment, wenn wir wieder Richtung eben Geldmengenausweitung zurückkehren. Insofern bin ich mittellangfristig nach wie vor optimistisch. Typischerweise haben wir ja immer gesehen bei den Korrekturen und Bärenmärkten, dass es meistens so ein Doppeltief beim Bitcoin braucht. Das heißt, momentan würde ich eher denken, vielleicht kommt er nochmal so Richtung 15.000 bis 20.000 Dollar zurück. In der Range könnte ich mir vorstellen, dass es also sehr attraktiv ist. Aktuell finde ich ihn jetzt nicht so attraktiv, denn die Erholung seit Januar ist im Vergleich zu den vorhergehenden Bullenmärkten eher schwach ausgefallen. Also da hätte ich eigentlich mehr erwartet. Ich war im Januar recht bullisch und dachte, also 25.000 war mein Kursziel und 30.000, das hat er schön abgearbeitet. Aber die 35.000 hat er nicht geschafft und die 45 hat er auch nicht geschafft. Also da sieht man schon auch, dass ein bisschen Schwäche drin ist. Und wir haben natürlich mit Binance, die doch gewaltig gewackelt haben in den letzten Wochen und wo das auch noch nicht geklärt ist, ob die das wirklich überleben, haben wir natürlich schon einen Kandidaten, wenn der umfällt oder liquidieren muss. Das kann nochmal richtig unschön werden. Man hat diese FTX ganzen Tokenbestände, die auf den Markt kommen sollen. Also es gibt einige Gründe, wo man jetzt meiner Meinung nach auf Sicht der nächsten Wochen und Monate eher ein bisschen noch zurückhaltend sein sollte. Aber klar, nächstes Jahr kommt das Halving, da wird es ein neues Kapitel kommen. Ich bin nur, und das ist auch die Erfahrung übrigens aus dem ersten Bullenmarkt, den ich eben beim Gold zwischen 2001 und 2011 miterlebt habe. Also in der Regel ist es nicht so, dass die gleiche Assetklasse zwei Dekaden hintereinander bestimmt. Ja, also 2001 bis 2011 war es Gold. Und dann danach kam praktisch von 2009, 10, 11 bis jetzt 2021 war es die Dekade des Bitcoins und der Tech-Aktien. Und es würde mich also wundern, wenn das jetzt die nächste Dekade auch wieder im Zeichen des Bitcoins steht. Aber who knows? Also eins ist klar, wenn wir weiter in Richtung Cracker-Boom und irgendwann sogar Hyperinflation marschieren sollten, weil die Geldmengen so dramatisch weiter ausgeweitet werden müssen. Und das wird dazu sicherlich früher oder später kommen, denn das wissen wir auch aus der Geschichte. Jede Rettungsmaßnahme muss größer sein als die vorhergehende. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, wir werden nochmal viel gigantischere Rettungsmaßnahmen sehen in der Zukunft als das, was wir bisher gesehen haben. Und dann kann sowas natürlich den Bitcoin in ganz andere nominelle Preishöhen katapultieren. Okay, sehr, sehr spannend dort deine Einschätzung. Du hattest gerade was, und da möchte ich mich eigentlich direkt mal draufstürzen, gesagt, was ja eigentlich wofür der Bitcoin steht. Dezentral, niemand hat die Hand drüber, niemand kann die Kontrolle über den Bitcoin erheben. Das ist was, wo die Bitcoiner sagen, das ist genau unser Ding. Gut, bis heute kann niemand hundertprozentig sagen, wer hinter dem Bitcoin steht. Trotzdem, die Dezentralität ist gegeben. Aber jetzt ist eben BlackRock dabei, wie du gesagt hast, das Thema Spot-ETF zu etablieren. BlackRock ist zudem einer der größten Shareholder von vier der fünf größten Bitcoin-Miner. Ist das so eine Möglichkeit, um vielleicht in irgendeiner Art und Weise den Bitcoin gewissen Regularien zu unterwerfen oder vielleicht eben auch eine Teilkontrolle über dieses gesamte Bitcoin-Ökosystem zu erlangen? Also gibt es dort tendenziell die Möglichkeit, dass in den nächsten Jahren, je nachdem wie sich die Entwicklung weiter fortschreitet, doch eine gewisse Kontrolle in diesem Markt eintritt? Genau, also das ist sozusagen einer meiner Hauptkritikpunkte, die ich da mittlerweile dran habe. Und ich finde es also für mich absurd, dass die ganzen Bitcoiner jetzt nach den Institutionellen schon seit 2, 3 Jahren schreien und dass also jetzt der Spot-ETF gefeiert wird und dadurch so viel Nachfrage kommt. Dabei war doch eigentlich die Idee, dass man eben dieses Finanzsystem sozusagen eben überwinden wollte. Und wenn jetzt also dann der größte Vermögensverwalter der Welt sozusagen da im Prinzip den Finger drauf hat. Natürlich geht man davon aus, Spot-ETF müssen die Bitcoins auch irgendwo liegen. Aber wir haben genau die gleiche Diskussion ja auch bei dem GLD, dem ETF für den Goldpreis, wo man ja auch nicht so hundertprozentig bei diesen ganzen ETFs wirklich sicher weiß, liegen die Barren wirklich da, wo sie liegen sollten? Sind die alle da oder wird da vielleicht im Hintergrund Verleihgeschäft betrieben oder was auch immer? Wir haben auch gesehen übrigens, dass beispielsweise beim Corona-Crash die Anbindung an die ETF-Preise nicht immer funktioniert hat. Also das Pricing war dann plötzlich auch mal 2, 3 Tage komplett verrutscht. Also da sind schon viele Fragezeichen. Ich bin persönlich auch kein großer ETF-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, wenn die da so einen Einfluss drauf bekommen, kann man davon ausgehen, dass im Hintergrund riesige Derivateberge gebaut werden um diesen ETF herum.
Und dass dann natürlich auch die Marktmanipulation noch wesentlich leichter fällt. Und wenn ihnen dann auch noch die Miners zum großen Teil gehören und dann sie sogar bestimmen können, ob vielleicht doch eine andere geforkte Bitcoin-Blockchain die eigentliche Blockchain für Bitcoin in Zukunft sein soll oder der eigentliche Bitcoin in Zukunft sein soll. Also da sind schon viele Fragezeichen meiner Meinung nach. Das muss man mal sehen. Also insgesamt, glaube ich, haben die Amerikaner erkannt, okay, wir können das so nicht stoppen. Und dann haben sie sich eben jetzt entschieden, okay, dann müssen wir es sozusagen embracen, also umarmen und irgendwie schauen, dass wir sozusagen andersweitig die Kontrolle darüber gewinnen. Und ich glaube, dass das eben mit diesem ETF einer der Wege ist, ja. Okay, sehr spannend. Sehr spannend ist auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, es wirft eigentlich Fragezeichen auf, weil die Bitcoin-Community ja eigentlich eher für diese Unabhängigkeit ist, aber diese Entwicklungen, die sich dort abzeichnen, durchaus eher Richtung einer Art Kontrolle gehen könnten. Was ich jetzt auch spannend finde, worüber ich gerne ganz kurz mit dir sprechen wollen würde, der Kennedy Jr., also der Neffe vom ehemaligen, damals erschossenen Präsidenten, der möchte sich ganz gerne zur nächsten Präsidentschaftswahl aufstellen lassen, sofern er sich dann im internen Parteikampf durchsetzt. Kann. Angenommen, er würde gewählt werden, so sagt er als Wahlversprechen, er möchte den US-Dollar zu teilen, unter anderem mit dem Bitcoin decken. Das ist ja wieder so eine Entwicklung, die eigentlich ja vielleicht gegen die generelle Bitcoin-Thematik spricht. Trotzdem scheint das in der Bitcoin-Community durchaus für positive Stimmen zu sorgen. Mal unabhängig davon, wie realistisch es ist, dass er gewählt wird, nehmen wir mal wirklich an, es würde passieren, dass die Amerikaner sagen, wir wollen Teile des US-Dollars mit dem Bitcoin decken. Was hätte das für Auswirkungen? Was ist deine Meinung zu dieser Aussage generell? Man muss mal sehen. Also ich glaube, die Hoffnung ist natürlich, dass dann sozusagen so eine Art Wettbewerb entsteht und dann möglichst viele Länder versuchen, ihre Währungsreserven dort auch über den Bitcoin sozusagen zumindest teilzudecken. Das ist nicht auszuschließen. Also man muss wirklich natürlich sagen, das ist ja auch die ursprüngliche Idee gewesen vom Satoshi, dass also wenn eben dieses Fiat-System so außer Ruder läuft und eben so missbraucht wird und unsere Gesellschaft ja auch so dramatisch untergräbt, dann ist im Zweifelsfall eine Deckung mit Bitcoin besser, ist zwar natürlich deflationär in vielen Bereichen und wird für viele ein fürchterliches Erwachen sein, wenn es dazu kommt, weil eben die gesamten Sozialsysteme würden natürlich so nicht mehr funktionieren, denn die beruhen ja nur darauf, dass man erstens den anderen irgendwie das Geld aus der Tasche nimmt und zweitens ständig die Geldmenge ausweitet und Schulden macht in der Zukunft und zukünftige Generationen belastet. Und das ist ja auch alles eigentlich nicht nachhaltig. Also aus der Perspektive wäre es eigentlich begrüßenswert, wenn da mehr Disziplin sozusagen in Zukunft gefordert wäre, weil eben die zugrunde liegenden Geldmengen nicht einfach erhöhbar sind. Aber man muss mal sehen, wie das in der Praxis sich dann umsetzen lässt. Man sieht in El Salvador, wie schwierig sozusagen der Prozess gewesen ist. Und jetzt haben die natürlich auch vom Timing vielleicht ein bisschen Pech gehabt und also ich bin mal gespannt, ob sich das am Ende wirklich durchsetzen lässt. Ich gehe davon aus, dass also selbst wenn, also wenn er gewählt werden würde, würde er auf so massiven Widerstand stoßen. Ob sich das durchsetzen lässt, ich weiß es nicht. Aber also grundsätzlich für mich persönlich, und da denke ich, da macht es schon Sinn, die Mischung eben aus unterschiedlichen Anlageklassen und eben auch die Mischung langweiliges, altes, Oldschool sozusagen, Edelmetalle seit 5000 Jahren, kann man immer noch anfassen. Die brauchen keinen Strom, die brauchen auch kein frei verfügbares Internet, die kann man auch nicht tracken und gar nichts. Und das dann aber gleichzeitig wiederum gemischt eben mit dieser neuen dreidimensionalen Buchhaltungstechnologie Bitcoin. Ich denke, dass das schon ein super Mix ist. Aber wo es genau hingehen wird, das weiß niemand. Also ich habe vorhin eingangs gesagt, ich bin nicht mehr ganz so euphorisch und idealistisch, wie ich es mal war. Hängt auch damit zusammen, dass ich einfach doch gesehen habe, dass einfach wahnsinnig viel Betrug in diesem Sektor stattfindet. Also mehr als in jedem anderen Sektor. Es gibt auch im Edelmetallsektor viel Betrug. Das wissen wir, dass also ganz viele Händler aufgeflogen sind, die das Gold gar nicht hatten oder die irgendwelche falschen Barren verkauft haben oder irgendwelche Minenbuden, die dann irgendwie nur Pump and Dump machen. Aber in dem Ausmaß, wie wir das also hier in der Kryptoszene erlebt haben, also das ist unglaublich. Und da kann der Bitcoin selber nichts dafür, ist auch klar. Aber es macht es eben doch irgendwo schwieriger, dem Ganzen zu vertrauen. Und natürlich, wenn obendrein diese ganzen On- und Off-Ramps, also in Form von Börsen,
wegreguliert werden und der normale Mensch gar nicht mehr den direkten Zugang zu dem Bitcoin hat, sondern dann eben nur noch diesen ETF kaufen kann, ist es ja genau das gleiche Thema, was wir dann im Gold seit Jahren diskutieren, wo wir auch alle wissen, um den Goldpreis nach oben zu bringen, braucht es die richtige, echte physische Nachfrage und nicht irgendein Papierkonstrukt oder irgendein Konstrukt, wo dann irgendein ETF-Verwalter vielleicht das Geld eingesammelt hat und erst 5 Wochen später das Gold kauft. Ja. Das ist eben eine Geschichte, da muss man schon genau hinschauen. Sehr, sehr spannend. Also ich finde generell die Entwicklungen sehr interessant, in denen wir uns gerade befinden. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen ein Umbruch generell stattfindet, dass eben, wie du auch schon mal eingangs sagtest, die Manipulation, die wir vielleicht auch gerade im Goldmarkt haben, nicht mehr ewig weitergehen kann. Deswegen, Florian, habe ich jetzt auch eine spezielle Sache, die ich gerne mit dir machen würde. Ich weiß, du hast leider auch keine Glaskugel vor dir, die die Zukunft zeigt. Aber lass uns doch vielleicht mal auf die nächsten 5 Jahre blicken. Wo sind wir dann? Sind wir in einer Situation, wo Gold bei, weiß ich nicht, 3.500 Dollar steht? Oder wird Bitcoin das Gold in irgendeiner Art und Weise verdrängen, was ja auch viele behaupten? Siehst du die Existenz von beiden, Bitcoin und Gold, nebeneinander? Wie siehst du die nächsten Jahre einfach generell für Anleger in diesen Bereichen? Also ich glaube, dass wir insbesondere beim Gold vor wirklich fantastischen, wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 Jahren stehen. Das muss man dann mal sehen, wie schnell, wie dramatisch sich dann eine Übertreibung sozusagen einstellen wird. Es ist ja kurzfristig keine Lösung absehbar für die Probleme, die wir in dem Geldsystem haben. Die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass wir eben, weil der Großteil der Bevölkerung in Lohn und Brot von 9 bis 5 hart arbeitet und danach auch nicht mehr über Probleme nachdenken möchte und es auch nicht verstehen will, eben unbemerkt in diese digitale Zentralbank-Sklaverei hineinrutschen. Und dann hilft wahrscheinlich auch das Gold und der Bitcoin nicht wirklich weiter. Es könnte zwar schon sein, dass der Bitcoin dann weiterhin gehandelt werden kann, dezentral über irgendwie Satelliten und irgendwie Solarstromanlage, was auch immer, wird man wahrscheinlich den Aufpassern vielleicht ein Schnäppchen spielen können, aber das ist ja nicht was jetzt die Großmutter sozusagen umsetzen kann, sondern das machen halt irgendwelche Freaks. Und also wenn es dazu kommen sollte, dass wir in diese Richtung wirklich hineinrutschen und momentan fehlt immer noch die kritische Masse in der Bevölkerung, die das wirklich wahrnimmt und klar sagt, nein, mindestens mal das Bargeld muss erhalten werden und wir wollen eigentlich auch kein digitales Zentralbankgeld. Da sind wir, ich sehe es leider momentan noch nicht. Ich habe die Hoffnung zwar nicht aufgegeben, aber wenn wir dorthin rutschen sollten, dann stellt sich das alles äußerst fragwürdig dar. Sollte es gelingen, dass sich die Menschheit der Freiheit besinnt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man also mit dem Mix Gold und Bitcoin in den nächsten Jahren sehr gut über die Runden kommen wird. Und dann ist es eben eine persönliche Frage, wie viel Risiko man haben möchte, wie gut man mit seinem Timing umgehen kann. Also ich benutze sehr viel das Bitcoin-Gold-Ratio, um eben auch herauszufinden, welche der beiden Asset-Klassen jetzt vielleicht ein bisschen mehr gewichtet oder weniger gewichtet werden sollte im Portfolio. Und abgesehen davon bin ich also auch ein großer Fan von einfach großen Blue-Chip-Dividendentiteln, die einfach regelmäßig schöne Erträge erwirtschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass der Goldpreis auf 5.000 Dollar problemlos ansteigen kann, wenn dieser Ausbruch gelingt. Wären wir vielleicht auf 2.500, 2.800 laufen, dann wird es mit Sicherheit nochmal einen derben Rücksetzer geben, der uns vielleicht wieder so auf diese Widerstandszone, die momentane Widerstandszone als Unterstützung zurückbringt. Das heißt, vielleicht um 2.100 Dollar hat man dann nochmal die Möglichkeit zu kaufen, wenn man den ersten Zug verpasst hat. Und danach müsste es eigentlich dann über mehrere Jahre Richtung 5 oder 8.000, vielleicht sogar 10.000 Dollar nach oben gehen. Das wäre jetzt mal so der Fahrplan, solange es eben nicht dazu kommt, dass hier mit digitalem Zentralbankgeld wir komplett in einer Sklaverei, weil es kann ja natürlich sein, dass man dann über diesen Weg auch Probleme bekommt, sein Gold überhaupt noch zu verkaufen. Ne? Also die ESG-Keule wird dann sicherlich ausgeholt werden und dann könnte es sogar schwierig werden, sein Gold nochmal vernünftig zu verkaufen. Also da sind schon viele Fragezeichen auf dem Weg dahin. Das gleiche gilt für den Bitcoin. Grundsätzlich, dieser Spot-ETF wird im Zweifelsfall eine Mega-Nachfrage erzeugen und kann den Bitcoin-Preis sicherlich problemlos über 100.000 Dollar hieven,
Sollte es gekoppelt sein mit eben neuen Liquiditätsinjektionen an den Märkten, dann kann das auch noch viel weitergehen und viel höher steigen. Es kann übrigens auch sein, dass wir down the road in 5 oder 10 Jahren eine dezentralisierte Blockchain dringend benötigen, um diesen ganzen dystopischen AI-Datenkrempel sozusagen verifizieren zu können. Das ist ja heute wahnsinnig schwierig, überhaupt schon herauszufinden, ob irgendein Video, eine Audionachricht, ob das überhaupt alles stimmt und echt und richtig ist. Und wie will man das denn verifizieren? Und wenn also die Bitcoin-Blockchain eine der, wenn nicht die einzige Blockchain ist, die also nicht einfach von allen irgendwie beliebig veränderbar wäre, dann könnte das einer der Wege sein, um zukünftig vielleicht dieses Problem in den Griff zu bekommen. Also es gibt viele spannende Fragen und Anwendungen. Ich glaube weiterhin daran, dass das Sound Money, freies Marktgeld, die beste Lösung ist für die Probleme, die wir hier haben. Aber ich bin auch in der Sorge, dass eben der Großteil der Bevölkerung schlafwanderisch durchs Leben geht und das überhaupt nicht begriffen hat, vor was für großen Herausforderungen und Gefahren wir hier momentan stehen. Das fürchte ich auch, aber daher ist es umso besser, dass wir solche Interviews hier machen, die Bevölkerung aufklären. Und ich danke dir vielmals, Florian, dass du uns deine sehr professionelle Einschätzung zu den beiden Top-Themen gegeben hast. Letzte Frage vielleicht noch. Es gibt jetzt den einen oder anderen Zuschauer, der kennt dich, der hat dich jetzt aber noch nicht im Detail verfolgt und sagt, das ist super spannend. Wir haben turbulente Zeiten vor uns und beim Florian, da kriege ich echtes Wissen und echte Analysen. Wie kann jetzt vielleicht der Zuschauer von deinem Wissen profitieren? Wo kann man dich in Zukunft finden im Internet? Also ich habe meine Webseite, die ist tatsächlich nur auf Englisch. Es wird aber mein ganzer deutscher Research sowohl bei Celtic Gold als auch auf den Goldseiten und bei Gold Invest regelmäßig gepostet. Im Prinzip veröffentliche ich einmal die Woche eine Analyse zu Gold, Silber und Bitcoin. Und aber auf meiner Webseite findet man alles in Englisch, midastouch-consulting.com. Und es gibt auch einen kostenlosen Telegram-Kanal, wo Investoren aus der ganzen Welt sich miteinander austauschen. So eine Art Mastermind-Gruppe, wo man Ideen hat, wo man Diskussionen hat, wo man im Übrigen auch äußerst zeitnah informiert wird über alle möglichen Dinge. Also es ist besser als die Tageszeitung. Das ist auf Telegram die Midas Touch Consulting-Gruppe. Und auf Twitter kann man mich auch finden. Und es gibt einen deutschen Newsletter. Wenn man sich da einträgt, schicke ich die aktuellen deutschen Analysen auch immer zu. Super, vielen Dank. Deine Kanäle werden selbstverständlich unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr, liebe Zuschauer, einfach mal reinschauen. Und natürlich gilt, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt an den Florian oder generell an diese Themen, die wir angesprochen haben, Gold, Minenaktien und so weiter, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir demnächst auch nochmal eine Fortsetzung hier drehen können. Florian, ich glaube, es gibt immer spannende Themen, die man mit dir besprechen kann. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst und freue mich auch schon aufs nächste Mal mit dir. Sehr gerne, vielen Dank, Jan. Alles Gute für dich und die Zuschauer.